Und hier bin ich wieder. Und es geht mal wieder weiter. Mit demselben Scheiß, den wir vor drei Parts schon angefangen haben. Oder vier Parts. Das ist jetzt der vierte von fünf. Wenn wir im nächsten Part nicht gewinnen, werde ich cheaten. Und jetzt machen wir mal wieder das schöne Gequatsche von ihm. Das mögen wir ja so gerne, ne? Aber das musst du mir immer anhören, wo ich das auf dem DS gespielt habe. Da seht ihr mal, was für eine Geduld ich mit diesem Spiel hatte. Oje, oje. Zombie-Welt spielt da. Und diesen Zombie wieder kennt er ja. Ich glaube, ich muss da wenig kommentieren, jetzt aber ihr schon alles kennt, ne? Naja, spielen wir erstmal die hier. Und dann Ryokyo. Zack. Zack, erhöhen und senken, oder beziehungsweise senken und erhöhen und angreifen, zack, so, er verliert wieder ein paar Life Points, obwohl sonst nichts bringen wird, weil wir eh dann spätestens nach ein paar Runden, nach ein paar Duelle verlieren, und man, wieder dieselbe Scheiße, das ist doch langweilig, das ist doch langweilig. Langweilig, langweilig, nicht langweilig. Diese Karte, die ist einfach langweilig. Spielt ins Death World verdeckt. Und Zwangsevakuierungsgeld ebenfalls, so. Ja, was machst du jetzt, hä? Dieses Spiel fickt dich ins Knie. Ins Knie. Lieber krieg ich direkt einen Schaden, als dass er mein Monster kontrolliert. So. Los, zeig mir deine. Zeig mir dir, was du drauf hast. Bum, au, au, ich habe jetzt solche Angst. Oh mein Gott, diese Zombies machen mir so richtig Kummer. Nein, natürlich nicht. Ne? Das Spiel soll Kummer machen, aber ich bin Kummer schon gewohnt aus Real Life. So, dann spielen wir die hier einfach verdeckt. Und die ebenfalls. So. Und Endphase. Wenn jetzt Kreaturenchaos kommt, dann kommen unsere Gegenbrecher. Langweilig, 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 langweilig. Weg mit seinem schwulen Zombie. Oh nein, unsere Monster sind gleich stark. Ich glaube, die Musik ist ein bisschen laut, ne? Passt. So, jetzt bin ich wieder dran, bereit für einen Gegenschlag. Aber erstmal bereiten wir unseren Vogel vor. So, Endphase. Er ist jetzt nochmal verdeckt. Ich würde angreifen, das würde eben eh keinen Schaden zufügen. Warum hat er nicht angegriffen? Er weiß, dass unsere Monster gleich stark sind. Da hätte er jetzt keinen Schaden bekommen, wenn wir es jetzt flippen. Naja, das ist halt die KI. Diese KI ist schlecht. Diese KI ist so schlecht. Sowas von total schlecht. Mir fallen keine anderen Sattbausteine ein. Oh mein Gott, jetzt werde ich hier schon zum Deutschlehrer. Oh nee. Oh nee, nicht schon wieder diese schwule Karte, die geht mir sowas auf den Sack. Diese Karte geht mir auf die Eier, sowas von auf die Eier. Ja. Langweilig. Zack, erhöhen wir unsere Lebenspunkte einfach mal. Dankeschön. So, und jetzt kriegt er wieder Schaden durch unseren Vogel. Vögelchen! Und zwar ein 1000. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich habe das Mikrofon ein bisschen abseits von meinem. Ich glaube, jetzt müsst ihr mich besser hören, ne? Ja, dann wieder verdeckt. Und wenn er angreift oder beziehungsweise irgendwas macht mit dem, dann kommt unser Zwangsevakuierungsgerät und zwingt ihn, das Monster auf die Hand zurückzugeben. Er greift die dunkle Drache an, aber das bringt keinen Scheiß, denn das Monster kommt wieder zurück in sein extra Deck.
Edgy Badge, Edgy Badge, haha. Voll lustig. So, Flippen kriegt wieder 1000. Ups. Und, wieder verdeckt. So, die ist jetzt mal verdeckt. Und Pico als Köder. Endphase, und wenn er sie angreift, dann kommt unser mystischer Bock. Quack, quack, quack. Oh man. Zack, annullieren. Ich hab keine Lust auf die Scheiße hier. Das denkst du dir wohl. Dich einfach so aus uns, aus dem Friedhof zu bedienen. Nein, nein, nein. Jetzt bräuchte ich mir die Karte, Tal der Toten. Die wäre echt geil hier. Gegen sein Deck. Da kann man nämlich nicht mehr Monster vom Friedhof zurückholen. So, dann erhöhen wir einfach mal unsere Lebenspunkte. Kapling! So, wir sind dran. Angst einjagendes Gebrüll. Besser als nichts, setzen wir es einfach mal und verwenden es, falls unser himmlischer Vogel bedroht wird. Und ich krieg wieder Schaden. Juhu! Er ist wieder dran. Eine Tributbeschwörung. Oh nein, ich habe solche Angst. Naja, dann kommt jetzt eben unsere Falle. Er kann nicht angreifen. Edge Badge. Loser, Loser. Kannst du bitte besser schwer? Oh, noch eine gezogen. Haben wir ein Glück. Okay, dann zack, Flip. Zack, 1000 direkt. Zack, fährt er wieder in die Verteidigung. Endphase. So, wenn er nochmal angreifen will, kommt wieder unsere Falle. So, er will angreifen. Zack, nichts angreifen. Er hat nur noch 700 Life Points. Ah, sehr schön. Zack, zack. Schaden. Zack, zack. Wieder verdeckt legen. So, wenn er angreift, kommt unsere Mauer. Ja, die Karte ist einfach nur langweilig. Ja, ihr wisst, was es kommt. Er holt sich vom Friedhof zurück und macht eine Synchro. Ah, und ruft sich den scheiß Hades. Bla bla bla. Jetzt holt er sich seinen zweiten Hades. Das hätte er nicht schon genug. Und jetzt greift er an, aber es hilft ihm den Scheiß. Zack. So. 3000 Lebenspunkte, wir haben gewonnen. Jetzt müssen wir nur noch unseren Vogel switchen und wir haben gewonnen. So. Ungefähr als in dem Style, als würden wir sagen, wir haben gewonnen. Ja, der war nicht witzig. Muss ich zugeben. So, das erste hätten wir schon mal. Jetzt kommt der zweite. Der hat das schwächste Deck, meiner Meinung nach. Und zwar setzen wir jetzt wieder auf Verteidigung und setzen wir haben kein Mount zu spielen, das heißt, wir sollten zuerst die hier spielen. Und ja, falls er irgendwas vorhat. Ja gut, er greift an, war zu erwarten. Oder er greift beziehungsweise nicht an. So, wir haben schon wieder einen Vogel gezogen. Da können wir die gleiche selbe Taktik machen wie im letzten Duell. Und zwar verhindern, dass er angreift. Die verwenden wir, wenn kritisch wird, und die setzen wir auch verdeckt, falls er unser Monster irgendwie zerstören will. Oh Gott, nein! Naja, kann ich angreifen, das ist gut. Das ist die mieseste Ausrüstungszauberkarte, die es gibt. Erhöht die Angriffspunkte des Monsters um 800 für jedes seiner Monster, also man kann, also die maximal hat Angriffspunkte, die diese Karte hinzufügen kann, ist 4000. Oder? 4000, habe ich richtig gerechnet? 800 mal 5, ja, 4000. Krass. Wir müssen wieder was zahlen, damit unsere Zauberkarte auf dem Feld bleibt. Aber er muss ebenfalls was zahlen, und zwar weil unser himmlischer Vogel auf dem Feld ist. So. Na, die heben uns auf, falls irgendwie was vorhat. So. Albtraumpinguin, was macht er? Warum hat er dann seine Dinge gespielt? Seine. Na, jetzt kommt wieder diese langweilige Chose hier. Naja, ist ja egal. Ist ja egal. Das juckt mich doch gar nicht. Ist mir doch scheißegal, was er da macht. Scheiße, scheiße. Ich dachte, der gibt die Karte auf unsere Hand zurück. Naja, was soll's. Gut, dann leidet die eben auf den Friedhof. Tschüss. Scheiße, wir haben nichts mehr, um uns zu verteidigen. Chronoko Town, oder? Hat man lang nicht mehr, glaube ich, ne? Oh nein, ich habe solche Angst! Wir kriegen wieder Schaden!
Naja, egal. Wir müssen eh nur noch 50 Minuten insgesamt spielen. Ach, bin ich glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin ja so glücklich. Ja, bla bla bla. So, jetzt mystische Bock auf dem Friedhof. Quatsch. Mystische Bock auf dem Friedhof, ja doch, und dann seine Karte auf dem Friedhof. So ist es richtig. So. Zack, 10. Yes. Jetzt können wir unsere Lebenspunkte wieder regenerating. Regenerating. Lol. Na, was ist daran lol? Was rede ich da? Kevin Blair fängt wieder an, Scheiße zu reden. Er kann nicht angreifen. Oder doch, er kann schon angreifen, aber unser Monster ist stärker. So, Lebenspunkte für uns. Juhu. Mit abzüglich Zinsen. Zack, ja. Gut. Diese Karte ist langweilig. Erhöht die Angriffspunkte aller Wassermonster der Stufe 4. Der Stufe 2 oder niedriger. Was? Warum greift er an? Ich der bekloppt. Ich glaube, der will ein richtiges Monster auf dem Feld haben, ne? Ja, soll mir recht sein. Er kann eh nicht angreifen. Ja, dachte ich mir, er will ein richtiges Monster auf dem Feld haben. Und er weiß nicht, dass ich angreifen kann. Also manchmal ist die KI echt genial, aber manchmal ist er auch echt scheiße. So, wieder Lebenspunkte. Mit 20% Zinsen, wenn ich richtig gerechnet habe. Oder 800 minus. Boah, keine Ahnung, ich bin nicht so gut in Mathe. Oder ich war nicht so gut in Mathe, ich gehe nicht mehr in die Schule. Uiuiui. Na gut, dann lassen wir es mal gut sein. Oh nein, ich habe so ich Angst. Was Wasser? Was Wasser? Achso, nur Monster von diesen. Nur Wassermonster können jetzt angreifen, oder? Ist ja langweilig, die Karte. Nächste was? Lebenspunkte für uns wieder. Soll mir recht sein. Minus Zinsen. Dann machen wir es einfach mal kalt, ist ja egal. Krieg da zwei Lebenspunkte, aber wen juckt's? Wen juckt's? So, Endphase. Jetzt kommt lauter Black and White Music. So. Mal wieder was ruhigeres. Da. Die Musik ist so richtig chillig. Mach mal lauter, damit es hört. So, jetzt haben wir zwei Monster als Tribut auf dem Feld, die wir später opfern können. Aber bevor wir die dann opfern, müssen wir sie noch aufdecken, damit der Kickel schön 1000 Schaden kriegt. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut, aber ich glaube eher nicht. Na, was machst du jetzt? Er greift wahrscheinlich unsere Verdeckten an. Na, doch nicht. Er macht eine Synchron, holt sich seinen zweiten, oder? Seufzt, sein Deck ist sowas von langweilig. Oh, ja, ja, voll schlimm, ich mach mir in die Hosen. Weißt du was, machen wir's so. Und zwar, zack. Wieder zurück in dein Extra-Deck, bitte. Und wenn er mit dem angreift, kommt unsere zweite Falle. Und er greift an, ganz wie ich es mir gedacht habe. Okay, dann eben wieder. Bis gleich wie vorhin. Hast du dir selbst zuzuschreiben, wenn du so aggressiv bist. So. Seid doch friedlich. Frieden! So, 800 Lebenspunkte für uns. Das heißt, im nächsten Zug haben wir wieder unsere vollen Lebenspunkte. Das ist gar nicht schlecht. Aber, soll ich den Schöpfer spielen? Ich habe Angst, dass er dann reißende Attribut aktiviert. Na, das decken wir zuerst unsere Häschen auf. Häschen! Irgendwie haben wir voll das Softie-Deck mit sauer Softie-Monster, ne? Wir haben Hasen drin, Meerjungfrauen, Feen haben wir drin. Irgendwie voll das Weichei-Deck, naja. Aber es ist wirkungsvoll. Naja, soll ich den Schöpfer spielen? Ja, ich spiele ihn einfach mal. Ist ja nichts, ist ja egal. Und wenn er reißende Tribut verwendet, ist auch egal. Wir können uns ja verteidigen. Der Schöpfer! Ahaha, ich hab's gedacht. Ich hab's gewusst. Naja, egal. Dann spielen wir einfach die hier.
und warten einfach mal. Na, was machst du jetzt, hä? Oh nein, sein Monster kann nicht angreifen. Hätt's einen Punkt Angriffspunkt weniger, könnt's vielleicht angreifen, aber egal. Das ist blöd, jetzt haben wir nichts mehr, also wir haben kein Monster mehr auf dem Feld. So, egal, Endphase. Wenn jetzt schwerer Sturm kommt, bin ich wütend. Aber nur in Anführungszeichen. Ich bin da jetzt ganz entspannt. Na, was machst du jetzt? Er greift an. Warum greift er an? Ach so, ja. Die Angriffspunkte seines Monsters sind ja jetzt gesunken, ne? Ach, was soll's? Zahle ich einfach mal 2000, dann kann er überhaupt nicht mehr angreifen. Oh mein Gott, er opfert das für ein Monster mit 2000 Angriffspunkten. Und was macht, kann diese Karte? Hey, danke für diese Spielmarke. Sehr freundlich. Die Musik ist ein bisschen buggy. Und wieder ein bisschen ruhige Musik. Wir könnten unser Monster vielleicht opfern. Ja, könnten wir. Aber erstmal brauchen wir ein Monster. Für das wir das opfern können. Ah, er setzt eine verdeckte. So, Entkräftigungsschild heben wir uns auf. Wir sollten nicht zu viele Karten setzen. Aus Angst, Schutz vor einem schweren Sturm. Deswegen Endphase. Schwerer Sturm ist, glaube ich, verboten, ne? Also seit 2011, September 2011 ist, schwerer Sturm eine verbotene Karte. Kann das sein? Und schwarz glänzender Ritter, Gesandte des Anfangs, ist jetzt erlaubt. Den hatte ich mal, den habe ich aber getauscht. Gegen zwei nutzlose Karten. Niemand so oft. Da war ich echt blöd. Naja. Ich bereue es aber auch nicht. Also mir ist es nicht so wichtig. Viele denken ja, sie müssten so angeben, so, ey, die Karte ist voll stark und so. Und so, und die Karte wird jeden on-hitten. Und dann spielt man einmal Blitz eine Schlag und dann sieht man, was für eine scheiß Karte die ist. Karten sind nur gut in einem Deck, wenn man auch richtig damit umgehen kann. Oder auch, ich kenne auch viele, die sagen, ich habe meine Pokémon in zwei Tagen alle auf Level 100 trainiert. Und denken, die werden damit cool, aber in Wirklichkeit ist es total uncool, was sie da machen. Weil es einfach nur Lügen ist. Also falls euch einer vormachen will, er hätte seine Pokémon in einem Tag auf 100 trainiert, verarscht euch. Weil das ist schier unmöglich, dass sowas vorkommt. Da müsste er schon den ganzen Tag vor seinem DS oder Gameboy sitzen und das glaubt, und da müsst ihr den Charakter, also den Charakter von ihm kennen und nachdenken, ob er auch dazu fähig wäre. So. Ja, jetzt sind wir eigentlich ganz gut. Jetzt stehen wir eigentlich mit zwei Beinen im Duell. Wir kriegen jetzt wieder Lebenspunkte. Und er kann sein Monster nicht mehr vom Friedhof holen, weil wir gerade seine Wiedergeburt mit unserer magischen Störung annulliert haben. Und wenn wir weiter Lebenspunkte bekommen, wird es für ihn schwierig, uns fertig zu machen. Leider kann keiner angreifen, wegen meiner Zauberkarte, die wir eigentlich... Scheiße, die können wir eigentlich auf dem Friedhof setzen, ne? Oh, nee, können wir nicht, weil... dann greift er vielleicht mit 2000 also Monster an, wie mehr ist. Ja, genau, die gilt ja für 1500 oder niedriger, die können angreifen. Ah ja, jetzt kommt die Karte, die ich befürchtet hatte, dass die irgendwann mal kommt, aber ich habe da was dagegen. So, machen wir erstmal seinen Ding fertig, sein Monster. Ah ja, Schwerkraftbindung, der hat auch nur Verteidigungskarten gehabt, darunter Spiegelkraft und also drei, die man nur einmal im Deck haben darf. Krass. Na, was machst du jetzt? Er ist jetzt einmal zerfleckt. Oh mein Gott, ich hab Angst. Ja, aber jetzt können wir angreifen. Lebenspunkte! Yay! So, angreifen. Und zwar setzen wir erst die Fallen verdeckt. Sollte man eigentlich erst in Mainfield 2 machen, aber egal, ich habe jetzt Lust, ja, jetzt zu machen. Oh nein, Pinguinsoldat. Oh mein Gott. Na, was machst du jetzt? Juckt mich doch nicht, wir können es einfach wieder spielen und fertig haben wir es. Und fertig, ja.
spielen uns einfach wieder. Wir haben ja in dieser Runde eh noch kein Monster beschwören. So, Pinguinsoldat ist auch eine langweilige Karte. Es ist eigentlich später auf Hand zurückgeben. So, was hat er jetzt gespielt? Wahrscheinlich wieder ein Pinguinsoldat, das wäre lustig. Wir heben uns auf, falls es kritisch wird. Greifen wir erstmal mit unseren Feen an. Feenangriff, yay! Oh nein, sein Monster hat 0 Angriffspunkte! Und kann nicht zerstören, oder? Doch, kann sogar. Okay, langsam gehen ihm seine Monster aus. Aber er kann immer jederzeit Referieren spielen. Und sich die Monster wieder zurück in seine Hand holen. Und wieder ein verdecktes Monster. Oh mein Gott. Ja gut, dann machen wir es jetzt anders. Spielen wir noch die als Verstärkung. Und Angriff mit der Feen. Oder nee, machen wir nicht. Erstmal greift die hier an. Das sind drei Monster, 1000 Verteidigungspunkte hin. Gut, dass wir mit der zuerst angegriffen haben. Na, was holst du dir denn? Oh mein Gott, ich habe so richtig Angst. Das Monster kann nicht mit einem Monster mit 1900 oder mehr Angriffspunkte zerstört werden. Aber egal. Und schon wieder liegen so viele seiner Monster auf dem Friedhof. Jetzt bräuchte er Topf der Trägheit. Das würde sich echt für ihn lohnen. So, erstmal die Runde beenden. Er setzt eine verdeckte Karte. Er ist... Anscheinend will uns damit Angst machen. Aber ich weiß, dass es Spielkraft nicht sein kann und seine anderen starken Verteidigungskarten liegen auf dem Friedhof. Darunter auch Reisen, dass die gute Zeit. Ich gehe jetzt voll in Angriff. Ich schreite rüber in Ich schreite ja auf den Angriff über. Gegenangriff, kann man sagen. Weil ich habe ja die ganze Zeit nur verteidigt. Angriff! Bam! So, schwerer Sturm hat er auch schon ausgezuckt. Also seine besten Karten sind jetzt schon alle auf dem Friedhof. Das heißt, wir können ihn in aller Ruhe attackieren. Oh nein! Oh nein! Ich habe Angst! Ich mach mir in die Hosen! Aber einfach mal unsere Lebenspunkte, ey. Und dann können wir uns in die Hosen machen, so. Und wir kriegen Lebenspunkte. Er kriegt Schaden, weil wir ja Lebenspunkte bekommen haben. Stimmt. So, wir sind dran. Magische Störung. Naja, sollen wir es beenden? Ja, ich glaube schon, dass wir es beenden sollen, ne? Beenden wir es einfach mal. Zack. Und wir können ihn sogar genau auf Null bringen. Und zack. So, das hast du davon. Wir haben perfekt gegen angegriffen. Aber jetzt werden wir in den Boden gestampft wieder. Nämlich von diesem Urteilsdeck heißt es, glaube ich. Urteilsbrache heißt sein stärkstes Monster, genau. Und wir haben schon wieder die Karte. Ich zimme immer, wenn wir gegen ihn spielen. Naja, gut. Wir müssen aufpassen. Sein Deck ist echt ein Killer. Killer! Sein Deck ist ein Killer. Naja, wir haben genug Lebenspunkte. Ich will zuerst die hier halbieren die Angriffspunkte und geben sie unserer Fee und greifen dann sein Krieger an. Und tschüss. So. Und falls er irgendwas vorhat, mystische Bock da noch. Und das können wir uns eigentlich einsetzen. Dann würden wir 2100 Lebenspunkte bekommen. Ist aber jetzt egal. Ah, wir setzen die Monsterkarte. Sieht bis jetzt gar nicht so schlecht aus, aber das kann sich jederzeit ändern. Sein Deck ist für Überraschungen aufgebaut. Deswegen sollten wir aufpassen. Oh nein, wenn diese Karte geflippt wird, kann er eine unserer Karten zerstören. Außerdem kann er drei seiner Karten auf den Friedhof schmeißen von seinem Deck. Oh nein, wir haben keine Karte auf dem Feld, die uns verteidigen könnte. Bis auf die hier. Oh nein! Oh nein! Oh doppel nein! Oh dreifach nein! Haha, passt sogar! Oh Gott! Ich wusste es, dass er jetzt irgendwas vorhat. Naja, danke für die Lebenspunkte, Idiot! Die uns jetzt leider wieder abgezogen werden. Jetzt haben wir genau 8000. Oh yeah, right quarter, Q, Grey und Groundon Musik! Und er muss sein Deck verringern. Juhu! Mit dieser Karte könnten wir ihn ins Jenseits schicken. Aber ich wette, er aktiviert den Effekt seines Drachen wieder. Wie er es schon vor zwei
in den letzten zwei Duellen gemacht hat. Und ich glaube, das kommt jetzt sogar. Ich glaube, es kommt was, was uns vernichten wird. Habe ich so im Gefühl. Yep. Ich wusste es. Genauso hat er uns in den letzten paar Duellen gekillt. Genauso. Er killt unseren Monster immer mit dieser Karte. Irgendwie ein Zufall, ne? Ja, es hätte ja nicht schon genug Monster. Jetzt würde uns in den Boden stampfen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wir haben verloren. Wer hätte das gedacht? Naja, egal. Euch wird das Lachen wird euch schon vergehen. So, jetzt mach ich mal Schluss für den Part. Wir haben das wieder versucht. Im nächsten Part wird sich's entscheiden. Werden wir Cheats verwenden oder werden wir es tatsächlich schaffen? Mit diesem äußerst guten Deck, was wir haben. Und das ich auf die Schnelle gemacht habe. Werden wir gewinnen oder werden wir scheitern? Bis im nächsten Part werdet ihr es wissen. Bis dann. Servus.